Gesehen, wo wir einiges Grundlegendes zu dem Verhalten elektrischer Ladungen gesehen haben. Da war einmal die Sache die, wie man sie messen kann und dann, dass es zwei Arten von Ladungen, positive und negative, gibt, dass sich gleichnamige Ladungen abstoßen und ungleichnamige, die haben sie gestern leider etwas gesträubt, ungleichnamige Ladungen anziehen, dass Ladungen nur durch Trennung sichtbar gemacht werden können, aber dass man Ladungen nicht neu erzeugen kann, dass es also alles darauf hindeutet, dass wir einen Erhaltungssatz für die Ladungen haben, dass es eine kleinste Elementarladung gibt, konnte ich Ihnen zwar nicht experimentell zeigen, aber ich habe darauf hingewiesen, dass es bedeutende Experimente gegeben hat, die das belegt haben. Und letzten Endes hat Coulomb mit Hilfe einer Drehwagenanordnung eine erste quantitative Untersuchung der Kraftwirkungen zwischen elektrischen Ladungen durchgeführt. Das wesentliche Ergebnis, das unser experimenteller Ausgangspunkt jetzt sein wird für die weitere Bearbeitung dieses Bereiches, das wesentliche Ergebnis ist, dass die Wechselwirkungskraft zwischen zwei Punktladungen proportional ist zur Größe der Ladung auf jeder dieser Punktladungen und verkehrt proportional ist zum Quadrat des Abstandes zwischen diesen Punktladungen. Das ist also ein ganz wesentlicher Grundausgangspunkt unserer experimentellen Untersuchungen und damit wollen wir auch heute starten. Wir haben das also in der Form des Coulomb-Gesetzes gestern in Form der Beträge der Kräfte aufgeschrieben. Heute werde ich es vektoriell aufschreiben. Das Coulomb-Gesetz lautet also, dass die Kraft als Vektor zwischen zwei Punktladungen gegeben ist durch einen Vorfaktor, 1 durch 4 Pi Epsilon 0, und dann schreibe ich die zwei Ladungen jetzt so auf, das ist eine Ladung und die zweite Ladung durch R Quadrat und dann schreibe ich noch dazu mal R da. Sie erinnern sich wahrscheinlich, das haben wir auch in der Mechanik an verschiedenen Stellen verwendet, einen Einheitsvektor, also einen Vektor der Länge 1, habe ich generell nicht mit einem Pfeil, sondern mit einem solchen Dach bezeichnet. Und dieses R-Dach ist also ein Vektor der Länge 1, der gerichtet ist von der einen zur anderen Ladung. Und die Kraftwirkung ist eben dann längs dieses Vektors, die Kräfte sind also aufeinander gerichtet, wirken in der Verbindungsgeraden dieser beiden Ladungen. Ich habe hier die zwei Ladungen mit Klein Q und Groß Q bezeichnet, schon mit einem gewissen Hintergedanken, weil man sich nämlich jetzt anschaulich da leicht überlegen kann, eine Ladung, die ich mit Groß Q bezeichne, die nehme ich an, sei eine Ladung, die rundherum den Raum erregt, also eine Raumerregung bewirkt, ein Feld um sich herum. Und dann gibt es also die zweite Ladung, Klein Q,
die dann unter der Wirkung dieser einen Ladung sich befindet, und auf diese zweite Ladung wird dann eine Kraft ausgeübt. Angenommen, beide sind positiv, dann wird also die Kraftwirkung hier nach außen gerichtet sein und wir haben hier die Kraft auf die Ladung Q. Nimmt man einen anderen Punkt her und würde man dort so eine Ladung Q hinsetzen, dann haben Sie wieder in der Richtung die Kraftwirkung auf diese Probeladung in der Umgebung der Ladung Groß Q. Aber es hängt natürlich von der Größe dieser Punktladungen ab, wie groß dann diese Kräfte sind. Wesentlich ist, dass man aufgrund dieses Coulombschen Gesetzes hier jetzt sieht, dass die Zusammenhänge linear sind, dass die Kraftwirkung linear abhängig ist von dieser Größe, dieser Probeladung, die man hier in die Umgebung der Ladung Groß Q hinsetzt. Und daher ist es möglich, dieses Feld in der Umgebung dieser Ladung Groß Q zu charakterisieren durch die Kraft, die auf die Ladungseinheit wirkt. Wie kommt man dazu? Wenn die Kraft F die Kraft auf die Ladung Q ist, dann ist es eine einfache Sache, wie man es schon aus der Volksschule kennt, mit der Dreisatzrechnung. Wenn auf die Ladung Q, klein Q, die Kraft F wirkt, wie groß wird dann die Kraft sein, die auf die Ladung 1 wirkt? Na, F durch Q. Das ist die ganz einfache Dreisatzrechnung, die hier angewendet wird. Und diese Kraft, die also auf die Ladungseinheit an irgendeinem Punkt in der Umgebung der Ladung Groß Q wirkt, die nennen wir die elektrische Feldstärke. Wir definieren also die elektrische Feldstärke in der Form, das ist eine Definition, E-Pfeil ist gleich F-Pfeil durch Q. Eine ganz wichtige, grundlegende Definition: mit dieser elektrischen Feldstärke kann man also unabhängig von der Größe der jeweils verwendeten Probeladung das Feld in der Umgebung dieser felderzeugenden Ladung Q charakterisieren. Das ist der Sinn, dass man eine allgemeine und eine unmittelbare Charakterisierung des Feldes in der Umgebung dieser Punktladung hier und generell jedes elektrischen Feldes damit erreichen kann. Also was bedeutet das? Es braucht ja nicht unmittelbar nur das Feld einer Punktladung sein. Es kann auch, wie wir später sehen werden, das Feld im Inneren eines Plattenkondensators sein oder was auch immer für ein elektrisches Feld. Man kommt dann drauf, rein experimentell, wie groß die Feldstärke an einem gewissen Punkt in diesem elektrischen Feld ist, dadurch, dass man eine gewisse Probeladung, eine Punktladung klein q, an die Stelle, die einen interessiert, hinsetzt, nachmisst, wie groß die mechanische Kraftwirkung auf diese Punktladung ist und dann diese Kraft durch die Größe dieser Punktladung durchdividiert. Damit kriegt man die Feldstärke an diesem Punkt in diesem elektrischen Feld. Da kommt natürlich jetzt noch etwas dazu, was an dieser Stelle vielleicht verwirrend sein könnte. Weil man hat das natürlich so, dass wenn Sie jetzt diese Punktladung in das Feld der Ladung Q hineinbringen, dann hat diese Punktladung ja selbst auch ein Feld. Die umgibt sich ja auch mit einem Feld. Und eigentlich ist das Gesamtfeld dann die Summe der Felder, der felderzeugenden Ladung und dieser Probeladung, die ja letztlich um nichts schlechter ist als die felderzeugende Ladung und daher ja auch ein Feld rund um sich bewirkt. Da würde man ja also dann meinen, ja Moment,
dann muss ich ja auch gleich das Feld der Probeladung dazu rechnen und kann dann ja erst sagen, wie groß jetzt die Gesamtfeldstärke ist. Dazu ist aber zu sagen, dass jedenfalls im Bereich der Elektrostatik Ladungen auf sich selbst keine Kraft ausüben, sondern nur auf andere Ladungen. Und das heißt, wenn ich jetzt diese Ladung klein q in dieses Feld hineinbringe, stimmt es schon. Das Feld dieser Ladung klein q überlagert sich jetzt dem Feld der Ladung groß q, weil beide Felder vorhanden sind. Aber der Feldanteil, der von klein q kommt, hat bezüglich der Kraftwirkung auf klein q keinen Einfluss, weil diese Probeladung q ja auf sich selbst keine Kraft ausübt. Und deswegen braucht das Feld der Ladung klein q hier nicht berücksichtigt zu werden, sondern man berücksichtigt nur das Feld, das von der anderen Ladung, von dieser felderzeugenden, wie wir sie nennen, Ladung, bewirkt wird, die dann letztlich die Kraft auf die Ladung klein q bewirkt. Der entscheidende Punkt ist also, Ladungen, wir bewirken auf sich selbst keine Kraftwirkungen. Wenn man allerdings die beiden Ladungen hier hat und man betrachtet dann eine dritte Ladung, die man da irgendwo hinbringt, dann ist die natürlich sowohl von der einen als auch von der anderen Ladung beeinflusst. Dann muss man zur Bestimmung der Kraftwirkung auf eine dritte Ladung natürlich das Feld, das von beiden Ladungen bewirkt wird, berücksichtigen. Aber wieder nicht das Feld der dritten Ladung, weil die dritte Ladung wieder auf sich selbst wiederum keine Kraftwirkung ausübt. Also es ist wesentlich, dass man mit einer solchen Probeladung das Feld der einen Ladung hier oder halt irgendein elektrisches Feld praktisch erproben, messen kann, ohne dass man den Einfluss der Probeladung selbst berücksichtigen muss. Ich hoffe, dass das Ihnen verständlich ist. Der Grundgedanke ist, eine Ladung bewirkt auf sich selbst keine Kraftwirkung. Diese Sache wird etwas anders, wenn man mit schnell beschleunigten Ladungen zu tun hat, aber das ist eine andere Story, das betrachten wir nicht im Bereich der Elektrostatik. Wenn also jetzt diese Feldstärke so definiert ist, dann kann man entsprechend, wenn man wieder hier diese felderzeugende Ladung nimmt und das jetzt entsprechend hier wieder einzeichnet, an dieser Stelle dann eine elektrische Feldstärke einzeichnen. Und vielleicht da an dieser Stelle, bitte etwas näher, einen etwas längeren Feldstärkevektor. Und rundherum im ganzen Raum hier ergeben sich diese radial gerichteten Feldstärkevektoren. Es ist also generell aufgrund dieser Definition diese Feldstärke die Kraft auf die positive Ladungseinheit. Man dividiert durch Q, wenn die Ladung der Probeladung negativ ist, dividiert man auch durch diese negative Zahl und letztlich kommt man immer für E auf die Kraft, auf die positive Ladungseinheit. Wenn also diese felderzeugende Ladung positiv ist, dann zeigt die E-Vektoren alle weg von dieser Ladung. Wenn sie negativ ist, dann wird die Kraft auf die positive Ladungseinheit hergerichtet sein und dann werden zur Ladung und dann werden die Feldvektoren zu dieser Ladung hinzeigen. Und jetzt noch ein wichtiger Begriff. Da haben wir also hier ein ganzes Vektorfeld von E-Vektoren in der Umgebung dieser felderzeugenden Ladung. Dieses Vektorfeld und generell jedes solche Vektorfeld kann man durch entsprechende Feldlinien beschreiben. Feldlinien, meine Damen und Herren, sind Tangentialkurven an den Feldstärkevektor.
Also in diesem Fall hier sind diese Tangentialkurven einfach gerade Linien, die der Radial von dieser felderzeugenden Ladung nach außen gehen. Diese Feldlinien beschreiben rein anschaulich, geometrisch das Feld rund um diese felderzeugende Ladungskurve. Wir werden etwas später, wenn wir dann auch schon den Begriff des Potentials haben, dann auch Äquipotentiallinien beschreiben. Das ist jetzt noch verfrüht. Und dann werden wir das auch für zwei Ladungen machen. Da werden Sie sehen, dass dann die Feldlinien bereits wesentlich komplizierter liegen. Aber wenn man nur eine Punktladung hat, dann ergibt sich so ein strahlenförmiges Bild der elektrischen Feldlinien in der Umgebung dieser Punktladung. Diese Feldlinien haben auch eine Entsprechung in dem Bereich der Hydrodynamik, der Ihnen ja schon bekannt ist und wo Sie sich schon aus dem vergangenen Semester recht gut auskennen. In der Hydrodynamik hatten wir ja eine völlig ähnliche Situation. In einem flüssigen Strömungsbereich haben wir ja dort die Situation mit Hilfe des Strömungsgeschwindigkeitsvektors beschrieben. Auch ein ganzes Vektorfeld. Und auch dort hatten wir so Linien gehabt. Wir haben sie dort Stromlinien bezeichnet. Ganz gleichartig. Also der Vorgang, die mathematische Beschreibung ist völlig analog. Was die Stromlinien in der Hydrodynamik sind, Tangentiallinien an den Geschwindigkeitsvektor, sind hier die Feldlinien. Tangentiallinien an die elektrischen Feldstärkevektoren. Und damit ist es eine ganz einwandfreie und einfache Sache. Und diese Feldlinien sind primär wichtig zur geometrischen Veranschaulichung. Dass man sich mit einem Blick ein Bild von diesem jeweiligen Feld machen kann. Wir werden dann in weiterer Folge, wenn wir zum Magnetismus weitergehen, auch magnetische Feldlinien beschreiben. Das sind dann wiederum Tangentialkurven an den magnetischen Flussdichtevektor. Also eine völlig analoge Begriffsbildung in jedem Fall. Hier ist auch wichtig zu bemerken, es sind zwar das so etwas Ähnliches wie Stromlinien, aber es strömt hier nichts. Bei der Hydrodynamik, da bewegt sich ja was. Das ist hier so nicht der Fall. Trotzdem ist es also ansonsten eine völlig analoge Begriffsbildung. Und wir werden diese Analogien noch weiter treiben. Und umso wichtiger ist es, dass einem klar ist, dass dieses Bild mit den Feldlinien zwar ein analoges Bild ist wie in der Hydrodynamik, dass es aber nicht tatsächlich zu einer hydrodynamischen Strömung kommt. Das betone ich besonders, weil wir nämlich als nächstes den sogenannten elektrischen Fluss einführen werden. Da werden Sie sich jetzt zunächst fragen, wer braucht das? Aber Sie werden sehen, sehr rasch, gleich bei der nächsten Spalte, kommt dann heraus, dass dieser elektrische Fluss eine sehr praktische und sehr nützliche Größe ist. Wollen wir aber zunächst die Analogie zur Hydrodynamik haben. In der Hydrodynamik, das ist jetzt ein kleiner Einschub, hatten wir den Volumensfluss eines Fluids durch eine Querschnittsfläche berechnet. Also wenn wir da so irgendeine Querschnittsfläche haben, und da gibt es also die Geschwindigkeitsvektoren, die halt da durch diese Querschnittsfläche hindurchtreten. Da gibt es vielerlei Beispiele, warum das wichtig ist. Eine Ölpipeline zum Beispiel oder eine Luftströmung, die durch irgendeinen Bereich hindurchtritt oder was auch immer. Dann ist der Volumensfluss durch diese Querschnittsfläche eine Fläche A, Area. Dieser Volumensfluss den haben wir als Phi bezeichnet. Das ist nichts anderes als das Flächenintegral über diese Querschnittsfläche A, V, Pfeil, dF, Pfeil. Wo wir da lauter so kleine Flächenelemente haben,
aus denen man diese Querschnittsfläche zusammensetzt. Dieser Umweg über das Integral ist dann notwendig und im Allgemeinen daher immer notwendig, wenn dieses Vektorfeld, in dem Fall hier der Geschwindigkeitsvektor, nicht überall gleiche Vektoren hat. Und das hat es natürlich im Allgemeinen nicht. Also das ist der Volumensfluss, das Volumen des Fluids, das pro Zeiteinheit durch diese Querschnittsfläche hindurchtritt. Das hatten wir in der Hydrodynamik uns so überlegt. Und jetzt machen wir was völlig Analoges. Wir definieren uns den elektrischen Fluss. Formal völlig der gleiche Ausdruck. Wir schreiben jetzt ein E dazu, weil in einer nicht so fernen Zukunft werden wir dann auch einen magnetischen Fluss einführen. Und dort heißt dann Phi M logischerweise. Also Phi E ist nichts anderes als das Flächenintegral über eine Querschnittsfläche A E Phi. Also man nimmt eine Anleihe an der Hydrodynamik. Aber machen Sie nicht den Fehler zu glauben, dass da jetzt wirklich was durchfließt, dass da was rausfließt, was man verfolgen kann, was da so wegfließt, wo ein gewisses Volumen von dem Feld jetzt auf einmal wo rausfließt. Das ist nicht sinnvoll, weil diese Feldvektoren haben eine ganz andere physikalische Bedeutung als ein Geschwindigkeitsvektor. Die sind eher verbunden mit Kraftvektoren und nicht mit Geschwindigkeitsvektoren. Der Feldvektor ist eine Kraft pro positive Ladungseinheit und wir betrachten heute hier diesen elektrischen Fluss einfach nur in Analogie zu diesem Fluss in der Hydrodynamik. Aber natürlich, damit wir uns jetzt überlegen können, was wir damit jetzt anfangen, werden wir jetzt so vorgehen, dass wir das nehmen, was wir schon haben, nämlich die elektrische Feldstärke für eine Punktladung. Wir rechnen uns also jetzt die elektrische Feldstärke entsprechend dieser allgemeinen Definition aus für den Fall einer Punktladung. Diese Definition ist allgemein für jede Art von Feldern, auch diese Definition des elektrischen Flusses. Und jetzt schauen wir uns an den Spezialfall einer Punktladung. Das ist ja das Einzige, was wir bisher können. Weil da können wir dieses Coulombsche Gesetz als Ausgangspunkt nehmen. Na, und das ist natürlich ganz einfach. Für eine Punktladung groß Q, wie ich sie immer jetzt schon bezeichnet habe, die felderzeugende Ladung, da erzeugt sie rundherum ein elektrisches Feld, das beschrieben wird durch die elektrischen Feldvektoren E. Für dieses Feld, da können wir also für die Punktladung die Feldstärke gleich ausrechnen. Denn die Feldstärke E Phi ist der definitionsgemäß F Phi durch Q. Und da brauchen wir ja da nur das F Phi durch Q durchdividieren. Steht ja eh schon fast da. Und wir kriegen also ein 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Immer dieser notorische Faktor 4 Pi kommt da mit. 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal groß Q durch R Quadrat mal dieses R da. Das ist also jetzt die Feldstärke in der Umgebung einer Punktladung. Und das ist genau das, was mit dieser Darstellung hier beschrieben ist. Naja, und jetzt schauen wir an, was wird denn jetzt in dem Fall dann der elektrische Fluss sein. Wir schauen uns jetzt insbesondere an den elektrischen Fluss, nicht durch irgendeine Fläche, sondern ganz speziell jetzt durch eine Kugelfläche, die konzentrisch liegt zu dieser felderzeugenden Ladung.
Wir werden also rund um diese felderzeugende Ladung eine Kugelfläche annehmen. Mit einem gewissen Radius, den wir mit Groß R bezeichnen. Radius Groß R. Eine solche Kugelfläche betrachten wir. Also der elektrische Fluss E durch konzentrische Kugelfläche. Und was erhalten wir da? Das können wir uns relativ leicht ausrechnen. Dieses IE, das ist also definitionsgemäß gleich diesem Flächenintegral über A E dx. Aber jetzt ist es ja eine spezielle Fläche, die wir hier betrachten. Nämlich diese Kugelfläche rund um Q herum. Das heißt, wir haben hier ein Ringintegral. Wir betrachten eine geschlossene Fläche rund um diese Ladung herum. Und weiter sehen wir ja, dass jetzt die Flächenvektoren, die da hier liegen, das sind diese Vektoren dF-Pfeilen, immer parallel zu den elektrischen Feldvektoren liegen. Weil das elektrische Feld und die elektrischen Feldlinien naturgemäß unter rechtem Winkel durch diese konzentrische Kugeloberfläche hindurchtreten. Also dieses Ringintegral EDF ist leicht auszurechnen. Wir werden das nicht jetzt durch irgendeine analytische Integration machen, sondern wir werden das aufgrund der grundlegenden Definition eines solchen Flächenintegrals machen. Das ist also ein Limes für immer feinere Einteilungen. Man muss die Kugel dann immer feiner und feiner einteilen, um letzten Endes dann zu dem Integral zu kommen, über die Summe, über die ganze Fläche A, das ist jetzt unsere Kugelfläche A, die hier diese Ladung gibt. Und über die ganze Fläche summieren wir jetzt über alle diese Skalarprodukte E Pfeil mit Skalar mit Delta F Pfeil. Der jeweilige Feldvektor E Pfeil multipliziert mit an der Stelle den Flächenvektor Delta F Pfeil. E Pfeil Delta F Pfeil auf der Kugeloberfläche A. So ist ja so ein Flächenintegral definiert. Naja, dieses E-Pfeil Delta F-Pfeil als Skalarprodukt kann aber auch geschrieben werden als Betrag E-Pfeil mal einfach der Flächenelement Delta F selber. Denn wenn die beiden Vektoren, ja wie Sie hier sehen, stets parallel zueinander liegen, ist das Skalarprodukt gleich dem Produkt der Beträge. Weil der eingeschlossene Winkel ist 0 und der Cosinus von 0 ist 1. Also dieses Skalarprodukt ist das Produkt von dem Betrag von E mal dem Betrag von Delta F-Pfeil. Naja, und da kann man jetzt weiter vereinfachen, indem wir schreiben, das ist gleich dem Betrag von E herausgehoben, mal diese Summe über A über Delta F. Warum kann ich das herausgeben? Weil wenn ich immer auf der Oberfläche dieser konzentrischen Kugel bleibe, dann ist ja der Abstand immer gleich groß R und der Betrag von E wird daher immer der gleiche sein. Der Betrag von E ist ja nur abhängig von dem Abstand hier. Wenn man den Betrag von E nimmt, dann ist ja das R-Dach gleich 1. Das alles sind Konstanten, es hängt ja nur vom Abstand ab. Und ich befinde mich jetzt ständig auf dieser Kugeloberfläche.
Daher ist das ein konstanter Faktor in dieser Summe, den man vor die Klammer praktisch setzen kann. Man hat also dann E mal Summe über A, aber genau genommen habe ich Ihnen jetzt den Limes unterschlagen. Den möchte ich nicht unterschlagen. Also Limes Summe über A Delta F. Den Betrag von E kann ich hier als konstanten Faktor herausziehen. Und jetzt schauen wir noch, meine Damen und Herren, was da steht. Den Betrag von E, den kann ich ja sofort ablesen. Wie gesagt, der Betrag von E ist der Faktor da, mal den Betrag von R-Dach, und R-Dach ist ein Einheitsvektor, der Betrag ist 1. Was also da stehen bleibt, ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q durch Groß R Quadrat. Wir befinden uns auf der Kugel mit Radius Groß R. Das ist dieses Betrag von E. Ja, und was ist denn dieser Limes der Summe über die ganze Fläche A, dieser Kugelfläche, über alle diese Flächenelemente? Was wird das sein? Einfach die Kugeloberfläche, ganz richtig. Nun, die Kugeloberfläche, einer Oberfläche einer Kugel mit Radius groß R ist 4 Pi R Quadrat. Das sind so diese Mittelschulweisheiten, die da jetzt irgendwie zum Tragen kommen. Ne? Also, 4 Pi groß R Quadrat. Also mit dem wird da multipliziert. Und jetzt schauen Sie einmal. Jetzt kommt heraus, warum wir da oben so mysteriöserweise ein 4Pi hineingeschrieben haben. Damit es jetzt übersichtlich, einfach und elegant herauskommt. Sie werden natürlich sagen, wie kann er das machen? Wie kann er da einfach, wenn er will, ein 4Pi hinschreiben? Was fällt dem eigentlich ein? Das ist aber durchaus legitim. Weil es ändert sich damit ja nur entsprechend der Betrag von dem Epsilon 0. Wenn ich da einen anderen Faktor hinsetze, bleibt alles wie es ist, nur das Epsilon 0 wird ein bisschen anders. Und daher kann ich aus dem Epsilon 0 als Vorfaktor gut und gern das 4Pi herausziehen. Und damit bleibt der Vorfaktor ja ungeändert. Nicht? So macht man es halt. Und wenn Sie jetzt schauen, dann sehen Sie, dass hier dieses 4Pi herausfällt. Aber noch wichtiger, meine Damen und Herren, es fällt sogar das Groß R Quadrat heraus. Na, das schaut komisch aus. Wieso hängt es jetzt auf einmal nicht vom Radius dieser Kugel ab? Man sollte doch meinen, wenn die Kugel größer wird, dann wird ja quadratisch die Kugeloberfläche klarerweise größer, dann muss doch letzten Endes auch der Fluss größer werden durch diese größere Kugeloberfläche. Aber andererseits geht ja gerade mit 1 durch R Quadrat da die Feldstärke zurück. Das heißt, wenn ich die Kugel größer mache, sagen wir doppelt so großen Radius, dann wird die Oberfläche viermal so groß, aber es geht die Feldstärke auch auf ein Viertel zurück. Und das führt wieder gerade dazu, dass letzten Endes dann der Fluss durch diese Kugeloberfläche rund um die Punktladung herum der gleiche bleibt. Deswegen fällt hier auch das R-Quadrat heraus. Und damit kommt was ganz Einfaches heraus. Schauen Sie, was da überbleibt. Schon fast gar nichts mehr. Nicht? Da steht nur mehr Q durch Epsilon 0. Und das, da schnuppert man schon noch, das ist was Besonderes. Das ist nicht nur irgendwas zwischendurch ein Ergebnis, sondern ein ganz wichtiges Ergebnis. Das ist jetzt einmal nur gerechnet für eine Punktladung und für eine konzentrische Kugel rundherum. Gauss, der ja sehr vieles gemacht hat im Laufe seines Lebens, hat auch wesentliche Beiträge zur Elektrodynamik gemacht. Und konnte zeigen, wenn man nicht eine Ladung, sondern eine ganze ladungsdichte Verteilung, also eine Wolke von Ladungen betrachtet, wo ja deren Wirkungen sich dann alle superponieren lassen. Und wenn man auch nicht eine Kugel, sondern irgendeine anders geformte
glatte, geschlossene Fläche rund um diese Ladungswolke herum nimmt, bleibt dieses Gesetz dasselbe. Und das hat also daher eine sehr weitreichende Bedeutung und es ergibt sich also durch Verallgemeinerung. Das berühmte Gaußsche Gesetz. Beim Gauss hat man ein Problem. Er hat so viele Sachen gemacht, die alle wichtig sind, dass man gar nicht weiß, wie man die Dinge bezeichnen soll. Also dieses Gaußsche Gesetz ist sichtlich ein physikalisches Gesetz, weil es ja auf physikalischen, experimentellen Fakten letzten Endes basiert. Jetzt, ein paar Minuten später, werden wir auch ein mathematisches Gesetz von Gauss brauchen, nämlich den Gaußschen Satz. Und da sehen Sie wieder, wie pingelig man sein muss in den Wissenschaften und speziell heute auch in der Physik. Das ist ein mordsgroßer Unterschied. Das Gaußsche Gesetz, das ich jetzt aufschreibe, ist ein physikalisches Grundgesetz der Elektrostatik, das in vielfältigen Anwendungen, wir werden einige dann durchnehmen, verwendet wird. Während der Gaußsche Satz ist eine mathematische Umformung, wo man also ein Volumensintegral in ein Flächenintegral umformen kann. Das hat überhaupt keine unmittelbare physikalische Relevanz, sondern das ist, wenn Sie so wollen, nur, aber das sage ich nicht gern, weil die Mathematiker werden dafür so hinuntergemacht. Und das stimmt ja nicht. Aber es ist also nur eine mathematische Beziehung, während in dem steckt auch ein experimenteller Befund drinnen. Und das, glaube ich, muss man schon auseinanderhalten. Und da werden wir die Mathematiker nicht besser sein, wenn ich das unterscheide, dass wir hier jetzt eine Gesetzmäßigkeit haben, die sich auf experimentellen Grundlagen befindet, während der Gaußsche Satz, dieser Integralsatz, sich auf mathematischen Grundlagen bewegt, aber nicht davon abhängig ist, dass man das jetzt durch Messung an elektrischen Feldern nachweisen konnte. Das ist wichtig, diese Dinge auseinanderzuhalten. Dieses Gaußsche Gesetz, also brauche ich eigentlich nur abschreiben. Es heißt, dass das elektrische Fluss gleich Q durch Epsilon 0 ist. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt denken, ha, das ist ein feines Gesetz, das kann ich mir leicht merken, fertig aus. Merkt man einfach nur, Phi ist Q durch Epsilon 0 aus. Und wenn er mich fragt, dann sage ich, das ist es und das ist das Gaußsche Gesetz. Aber Sie müssen sich dann schon dazu klar machen, was steht denn da eigentlich? Bei so Größen wie einem Fluss, etwa da diesem elektrischen Fluss, ist es immer wichtig zu sagen, durch welche Fläche hindurch. Das ist ja eine makroskopische integrale Größe, da wird eben eine bestimmte Fläche integriert. Und da kommt es darauf an, dass die Situation folgendermaßen ist. Und das möchte ich hier eigens aufzeigen. Wir haben hier eine gewisse Ladungswolke mit Gesamtladung Q. Da können Sie sich viele Punktladungen vorstellen, die Ladungswolke rund um eine Glühkathode zum Beispiel oder so irgendetwas. Viele, viele Elektronen liegen da herum oder sonst irgendetwas. Eine Ladungswolke mit Gesamtladung Q. Und wir umgeben die jetzt mit einer geschlossenen Fläche. Das ist die Fläche A. Dieses Q da drinnen ist die gesamte Ladung, die sich innerhalb dieser geschlossenen Fläche A befindet. Und die Fläche A ist jetzt die Fläche, durch die hindurch dieser elektrische Fluss tritt. Also so wie aus einer einzelnen Positivpunktladung da so die E-Vektoren hinaustreten, so wird das auch letztlich qualitativ in ähnlicher Weise auch aus einer solchen Ladungsverteilung, die heute jetzt einmal positiv ist, wenn es negativ ist, dann gehen diese Vektoren alle nach innen, wird so ein Vektorfeld mit lauter so Feldvektoren E-Pfeil
von dieser Ladungswolke aus seinen Ausgangspunkt nehmen. Und dieses Phi E ist der gesamte elektrische Fluss des Feldes dieser Ladungswolke durch diese geschlossene Oberfläche hindurch, die diese Ladungswolke umschließt. Oder anders gesagt, der Fluss aus dem Volumen nach außen heraus, in dem diese Ladungen drinnen sind. Ich glaube, das kann man sich schon gut vorstellen. Und da sehen Sie jetzt, das ist natürlich eine ganz allgemeine Sache, daher wollen wir da drinnen auch keine solchen Pi herumstehen haben. Während da beim Coulombschen Gesetz, da gehört es eigentlich eher hin. Weil das ist etwas, was so mit Kugeln und Zentralsymmetrie und so weiter zu tun hat. Das ist eine kugelsymmetrische Anordnung. Das braucht überhaupt nicht kugelsymmetrisch sein. Ich habe das ja auch schon irgendwie erdäpfelförmig da aufgezeichnet. Es geht nur darum, dass diese gesamte Ladungswolke umschlossen wird von einer geschlossenen Fläche und der Fluss des Feldes, was von der Ladung kommt, das durch diese Fläche hindurchträgt, ist einfach gleich die Ladung durch Epsilon 0. Also daraus erkennt man schon, diese Ladungen, die führen dazu, dass sich ein Feld bildet. Und dieses Feld tritt dann da wieder aus. Da hat man schon das Gefühl dafür, dass das eine Situation ist, die entspricht dem, dass also Ladungen Felder erzeugen. Die treten dann aus diesen Ladungen aus. Oder wenn die Ladung negativ ist, sind es halt dann Senken, wenn man so möchte. Also quellen oder senken. Also ich hoffe, dass Ihnen damit dieses Gaußsche Gesetz verständlich ist. Es hat halt nur den einen Schönheitsfehler, der manchmal ganz praktisch, aber manchmal auch nicht so schön ist, dass es sich halt auf eine integrale makroskopische Situation bezieht. Und besonders elegant wird es in der Physik immer dann, wenn man die Dinge auf Punkteigenschaften zurückführen kann. Das führt dann auf Differentialgleichungen. Und da sind die Physiker ja Weltmeister. Das waren sogar eine Differentialgleichung gibt, da kann man sich dann draufstürzen mit dem gesamten Apparat, einem riesigen Apparat, den die analytische und numerische Mathematik uns zur Verfügung stellt, um das dann entsprechend auszuwerten. Und die unglaublichsten Lösungen, angepasste dann mit verschiedensten Anfangs- und Randbedingungen, kann man sich da dann mit verschiedenen Methoden gewinnen. Das ist eigentlich dann hauptsächlich Mathematik. Das ist nicht uninteressant. Aber das ist nicht die Physik. Sondern man hat einmal eine Differentialgleichung, man kennt die Situation und jetzt braucht man nur mehr, obwohl das oft die Hauptarbeit ist, dass dann Lösungen finden für diese Differentialgleichung, die mit der gegebenen Situation zusammenpassen. Das kann ein formidables Unternehmen sein. Aber das ist eigentlich nicht mehr Physik. Die Physik ist die Differentialgleichung aufstellen und die entsprechende Situation beschreiben. Und das wollen wir in erster Linie heute hier in den Vordergrund stellen. Also, wie können wir jetzt da auf eine differenzielle Darstellung kommen? Und da wollen wir uns einmal als erstes die Ladungsdichte hernehmen. Wir betrachten also eine räumlich ausgedehnte Ladungsverteilung. Naja, sowas, was ich da hier angedeutet habe, da im Inneren dieser geschlossenen Fläche. Und zwar in einem Volumen V. Volumen V. Da drinnen gibt es ja auch ein Volumen V, das umschlossen wird von dieser Fläche A, nicht? Im Rahmen dieses Volumens. Und diese Raumladung, wenn Sie so wollen, können wir mit Hilfe einer Ladungsdichte Rho beschreiben. Die Ladungsdichte ist jetzt eine skalare Funktion, die ortsabhängig ist. An allen Punkten da innen drinnen gibt es verschiedene Ladungsdichten. Da sind die Ladungsdichten vielleicht größer, da außen sind sie kleiner.
Die Gesamtladung ist dann die Summe über alle diese Teilladungen da drinnen. Und die Ladungsdichte Rho definieren wir uns einfach dadurch, dass wir da wieder das in lauter so kleine Würfelungen aufteilen. Viele, viele Würfelungen. Ich will da nur mal zwei oder drei mal herzeichnen. Sie können sich schon vorstellen, das lässt sich in lauter Würfelungen aufteilen. Und die macht man dann auch immer mehr und mehr und in Limes und das kennt man schon. Immer dieselbe Sache. Dieses Rho ist dann nichts anderes als das Delta Q, die Ladung im Inneren eines solchen Würfels, dividiert durch das Delta V, das Volumen dieses Würfels. Das nennen wir die Ladungsdichte. Nur das hat dann natürlich die Dimension, brauche ich jetzt nicht herschreiben, die Ladung hat die Dimension Coulomb, das Volumen Kubikmeter, also Coulomb pro Kubikmeter. Das ist so wie die Massendichte, genau dasselbe. Da hat man eine Massenverteilung, in jedem Würfel ist eine gewisse Masse Delta M drin, und dieses Delta M dividiert durch das Würfelvolumen Delta V ist dann die Masse pro Volumenseinheit. Da hat man die Ladung pro Volumenseinheit. Deswegen verwendet man auch denselben Buchstaben in der Mathematik. In der Mechanik hat man mit Rho die Massendichte und da hat man mit Rho die Ladungsdichte. Ja, die Massen spielen in der Elektrodynamik so wichtige Rolle, aber ist auch wichtig. Die kommen nicht so oft vor, sagen wir so. Und daher kommt es da nicht zu Verwechslungen. Man kann das ruhig auch als Ladungsdichte mit demselben Rho bezeichnen. Nun damit, mit dieser Definition natürlich, kann man dann sofort die Gesamtladung berechnen. Gesamtladung Q, gleich die K-Definition. Damit sagen wir. Die Gesamtladung groß Q ausrechnen. Naja, da braucht man da alle die Volumenswürfel hernehmen und das Rho mal Delta V aufsummieren, im Limes zu immer kleineren Volumen, auf feineren Einteilungen. Und dieses ganze groß Q, was da drinnen ist, lässt sich dann also schreiben als ein Integral über das ganze Volumen. Das da drinnen, das ist das Volumen V. Über das ganze Volumen V und da haben wir dann Rho mal dV. So kann man also die gesamte Ladung im Inneren da ausrichten. Und damit, meine Damen und Herren, können wir jetzt dieses Gaußsche Gesetz umformen und in eine andere Form bringen. In folgender Weise. Wir setzen einfach in das Gaußsche Gesetz ein. In das Gaußgesetz setzen wir ein. Ja, das steht ja da oben, dieses Gaußsche Gesetz sagt ja, Phi E ist Q durch Epsilon 0. Und das Q, da setzen wir jetzt das ein. Damit kriegen wir laut Gaußschem Gesetz also, dieses Phi E ist gleich, wir brauchen ja nur das Q durch Epsilon 0 dividieren. Nur das Epsilon 0 ist eine Konstante, das können wir auch in dieses Integral hineinsetzen und kriegen daher das Integral über V Rho durch Epsilon 0 dV. Dem geben wir mal einen Stern, weil das werden wir gleich brauchen. Also das war trivial, da braucht man nicht mehr dazu sagen. Jetzt wollen wir aber andererseits diese selbe Phi-E auch aufschreiben, aufgrund der Definition des elektrischen Flusses, der steht direkt da drüber. Phi E ist Integral E dF. Also da schreibe ich jetzt her, laut Definition, da war es laut Gaußschem Gesetz, jetzt laut Definition, kriegen wir, dass dieses Phi E, Sie wissen nicht, es sind meine Phi mit den Haxeln,
die haben wir schon im Wintersemester immer so gehabt. Um es von dem Vieh ohne Haxeln zu unterscheiden, das wird dann das Potenzial. Also das muss man sehr genau unterscheiden, die Haxeln sind wichtig. Also ich empfehle Ihnen, die Haxeln mitzuführen. In den Druck Fonts schaut das irgendwie ein bisschen anders aus, aber ja, irgendwie muss man es ja hinschreiben, nicht? Dass man sich halt auskennt. Dieses Vieh E, das ist also jetzt laut Definition, wie es da oben steht, gleich dem Integral über eine Fläche. Jetzt aber beim Gaußschen Gesetz über eine geschlossene Fläche, also über den, ein Ringintegral, E Phi, df Phi. Wobei diese geschlossene Fläche, so wie ich es Ihnen da oben ja aufgezeichnet habe, der Rand, die Berandung des Volumens V ist. Deswegen schreiben wir da jetzt als Fläche auch her, nicht einfach A, sondern die Berandung, den Rand des Volumens V. Naja, und jetzt zeigt sich, und da hat also der Gauss noch einmal zugeschlagen, möglicherweise, das weiß ich nicht, ich habe die Historie nicht verfolgt, dass er bei der Gelegenheit auch auf die Idee gekommen ist, seinen gaußschen Satz abzuleiten. Aber ist ja wurscht letzten Endes. Jedenfalls, er hat jetzt das umgeformt mit Hilfe des gaußschen Satzes. Wahrscheinlich her. Umformung mittels gaußschen Satzes. Also das ist jetzt der Satz, während das oben ist das Gesetz. Müssen wir auseinanderhalten. Was soll ich so? Ich fällt auch nicht ein, wie man es sonst sagt. Und weil das hier so wichtig ist, obwohl Ihnen der Kollege Delago das sicher gut auseinandergesetzt hat mit dem gaußschen Satz, schadet es nicht, wenn ich Ihnen den noch einmal herschreibe. Ohne Begründung, ohne Ableitung. Gott sei Dank können wir diese ganzen Werkzeuge aus der Mathematik verwenden und uns verlassen, dass die passen. Nicht? Also wie geht dieser gaußsche Satz? Da machen wir also einen Einschub. Obwohl ich sonst also mich zurückhalte mit mathematischen Erläuterungen, weil da kommen die zu keinem Ende, aber das ist halt doch so wichtig, das möchte ich heute machen. Der gaußsche Satz lautet, dass das Integral über ein Volumen V von einer Größe Divergenz E dV, das ist ja praktisch ein Skalar-Lambda, gleich ist dem Flächenintegral über den Rand dieses soeben betrachteten Volumens V E bei df bei. Wobei, das möchte ich noch dazu schreiben, damit das Ganze an sich geschlossen ist, wobei diese Divergenz von E gegeben ist als dE1 nach dx1 plus dE2 nach dx2 plus dE3 nach dx3. Das ist die gesamte Aussage des gaußschen Integralsatzes. Man kann also ein Integral über einen Skalar Lambda dV, ein Volumensintegral, mit Hilfe dieses Satzes umformen in ein Flächenintegral. Nur mehr über den geschlossenen Rand dieses Volumens V, E Phi dF Phi. E Pfeil ist irgendein Vektorfeld und dieses Vektorfeld ist so, dass seine Divergenz gleich diesem Skalarlambda ist. Und diese Divergenz ist einfach so definiert, wo das die drei Komponenten des Vektorfeldes E Pfeils. Das ist im Prinzip quatschen einfach, so wie es da steht.
Nun muss man natürlich draufkommen. Aber das haben wir also Gott sei Dank. Und jetzt werden wir schauen, in welcher Weise man also das hier jetzt unmittelbar verwenden kann. Das ist schon wieder Ende des Einschubes. Ich glaube, ich brauche Sie jetzt nicht fragen, ob Sie das verstanden haben. Bewiesen habe ich es Ihnen sowieso nicht. Glauben Sie es einfach. Es ist so. Und es gibt eine riesige Literatur, mathematische Literatur, also so sekundäre Lehrbücher und so, wo das alles genau auseinandergesetzt wird. Das müssen wir jetzt nicht. Und jetzt können wir nur schauen, dass wir diese Beziehung hier verwenden. Und schauen Sie, hier steht sowas. Integral über den Rand eines Volumens V EDF. Das formen wir jetzt um. Wir nehmen das einfach her und schreiben das neu. Wir kriegen damit also jetzt heraus, dass wir da jetzt für das Phi E einen anderen Ausdruck erhalten. Das Phi E ist ja da einfach nur der Definition des elektrischen Flusses entspricht, halt durch diese Fläche, die Ladungen alle einschließt, der Heil-Ring-Integral. Dieses Ringintegral über den Rand von V, das macht man mit einer identischen Umformung jetzt, mit Hilfe des Gaußschen Satzes, so dass man schreibt, das ist also gleich dem Integral über das ganze Volumen V, Divergenz dV. Eine identische Umformung, eben die Verwendung des Gaußschen Integralsatzes. Das nennen wir Doppelstern. Jetzt haben wir da einen Ausdruck Stern für Phi E und den Ausdruck Doppelstern für Phi E. Beides für Phi E. Einmal aufgrund des Gaußschen Gesetzes, einmal aufgrund der Definition des elektrischen Flusses, mit Hilfe einer Umformung mittels des Gaußschen Integralsatzes, also Gauss, wohin man schaut. Naja, aber jetzt natürlich ist es dann einfach. Also ich verlasse mich auf Sie, meine Damen und Herren, dass Sie sich melden, wenn Ihnen da irgendwas komisch vorkommt. Weil das müssen Sie gut verstehen, sonst können Sie die Elektrodynamik nicht verstehen. Das liegt an den Wurzeln von dem. Sie sehen ja, da haben wir erst angefangen und wo sind wir schon? Das ist an den Wurzeln von dem, das müssen Sie gut verstehen. Wir setzen einfach jetzt Stern gleich Doppelstern. Ja, weil das ist Phi E und das ist ja wieder Phi E. Also braucht man nur schreiben auf der einen Seite das Volumensintegral Divergenz E dV. Ist gleich und auf der anderen Seite kriegen wir jetzt das Doppelstern gleich dem Stern, ist gleich wieder das Volumensintegral Rho durch Epsilon 0 dV. Naja, diese Gleichung ist jedenfalls erfüllt, wenn die Integranten das gleich. Und wenn die Gleichung für beliebige Volumina V erfüllt sein soll, und man kann sie ja nicht nur auf ein bestimmtes Volumen, das muss ja für beliebige Volumen gehen, geht das auch nur, wenn die Integranten gleich sind. Und damit ergibt sich, dass die Divergenz E gleich ist Rho durch Epsilon 0. Und das ist bereits eine der vier Maxwell-Gleichungen. So schnell geht's. Dass die Divergenz des elektrischen Feldes gleich ist Rho durch Epsilon 0. Und wenn Sie das jetzt mit dem Gaußschen Gesetz da oben vergleichen, das schaut ja fast gleich aus. Da unten steht halt die Divergenz von E, da oben steht Phi E. Da unten steht Rho durch Epsilon 0, das ist was Differenzielles, eine Punkteigenschaft, die Ladungsdichte an jedem Punkt. Oben steht Q durch Epsilon 0, was Integrales. Die gesamte Ladung, die im Inneren von dieser Fläche ist. Was jetzt eigentlich noch fehlt,
damit man wirklich gut verstehen kann, was damit gemeint ist, ist noch eine anschauliche Bedeutung für den Begriff der Divergenz. Und das ist das letzte Stück, das ich Ihnen heute da noch bringen möchte. Damit Sie diese Gleichung sozusagen auch mit Genuss lesen können. Das soll ja... Na, was ist da los? Der Zauberlehrling, nicht? Die Geister, die ich rief. Das ist nun nicht mehr los. Also, was versteht man denn anschaulich unter der Divergenz? Und da gehe ich noch einmal... Geht sie schon los? Anschauliche... Bedeutung der Divergenz. Was bedeutet das? Da gehen wir aus noch einmal von dem Gaußschen Satz. Da steht er ja. Ich schreibe mal nochmal her, jetzt in der anderen Richtung. Dieses Oberflächenintegral über die geschlossene Oberfläche EDF über den Rand eines Volumens V ist gleich dem Volumensintegral über das ganze Volumen V, also war alles was drin, eine Divergenz E. dV. Und damit wir jetzt eine gute Interpretation, eine anschauliche, einfache, für dieses Divergenz E erhalten, versuchen wir das herauszuschälen. Und das machen wir dadurch, dass wir hier jetzt für diese Überlegungen ein kleines Volumen betrachten. Ein kleines Volumen, das wir als Delta V bezeichnen. Wir betrachten ein Volumen Delta V. Das Delta soll nur sagen, dass es klein ist. Das machen wir ja oft in der Physik so. Also, das ist irgendein kleines Volumen. Das nennen wir Delta V. Und sein Rand ist dann eben die Randfläche, Rand von Delta V. Na, was heißt klein? Das ist immer so die Frage. Klein ist ja gut, aber klein war relativ wozu? Relativ zu der Sonne oder relativ zu einem Atom? Das muss man ja entsprechend definieren, wie es gemeint ist. Klein soll bedeuten, dass über den Bereich dieses Volumens Delta V sich das jeweils betrachtete elektrische Feld E, der elektrische Feldvektor, nicht viel ändert. Ja, das ist, was heißt nicht viel? Ja, was einem halt wichtig ist, zum Beispiel nicht mehr als 5% oder nicht mehr als 1%. Also, Sie können es immer klein genug machen, dass es Ihren Genauigkeitsanforderungen entspricht. Solange nur dieses elektrische Feld eine stetige Abhängigkeit vom Ort hat. Und das wollen wir also annehmen. Obwohl das nicht immer der Fall ist. Aber das muss man hier voraussetzen. Das unterscheidet uns jetzt von der Mathematik. Weil da müssen wir die ganzen Fälle unterscheiden. Stetig und was ist, wenn es eine Unstetigkeitsstelle gibt und so weiter. Also, so genau wollen wir es nicht machen. Wir würden ja nur im Prinzip zeigen, was ist unter dieser Divergenz zu verstehen. Und da betrachten wir als ein Volumensstück Delta V, das klein genug ist, sodass die Änderungen des E-Feldes über den Bereich dieses Volumens Delta V nicht groß sind. Wenn das so ist, dass das klein genug ist, dann können wir dieses Integral umschreiben. Denn dieses Integral als Volumensintegral, wir haben es ja vorhin schon einmal so besprochen, das ist ja nichts anderes als eine Summe über die ganzen Würfeln, aus denen man sich dieses Volumen zusammengesetzt denkt und da in jedem Würfel drin hat das Divergenz E einen bestimmten Wert und dann muss man das Divergenz E mit dem dortigen Würfelvolumen multiplizieren und über alle Würfeln dann summieren und dann kommt man auf dieses Integral. Und jetzt soll dieses Delta V klein genug sein, dass wir gar keine Würfelung mehr brauchen. Das ist schon nur ein Würfel. Das ist klein genug, dass innerhalb von dem sich eh nichts mehr Wesentliches ändert. Das heißt, dieses Delta Divergenz E bleibt innerhalb von diesem Volumen Delta V im Wesentlichen konstant.
Na, dann kann man aber das umschreiben. In Form Divergenz E frei, wenn es schon konstant ist, mal dieses Volumensintegral über dV. Und das ist also über Delta V jetzt. Gescheiter wäre es, wenn ich da gleich Delta V, entschuldigen Sie. Weil wir wollen es ja für dieses kleine Volumen Delta V jetzt betrachten. Und das hier ist einfach gleich Delta V. Das Integral dV über dieses kleine Delta V, das ist Delta V. Das ist einfach das Volumen. Und damit bleibt jetzt stehen, was ganz einfach ist. Dass dieses Ringintegral E bei dS bei über den Rand von diesem kleinen Volumen gleich ist Delta V mal Divergenz E. Delta V mal Divergenz E. Ich habe einfach die Divergenz E herausgezogen und habe damit nur mehr ein Würfel. Divergenz E mal das dortige Delta V und mehr braucht man gar nicht, um dieses Integral vernünftig auszurechnen. Das ist im Wesentlichen eines von den Würfeln da oben drin. Das ganze Volumen ist klein genug. Und daran sehen Sie jetzt, dass wir damit das Divergenz E herauskriegen. Wir kriegen damit, dass das Divergenz E gleich ist, 1 durch Delta V, mal diesem Oberflächenintegral über den Rand von diesem Delta V, E Pfeil, DF Pfeil. Und das sagt alles Wesentliche aus. Überlegen Sie sich das. Was steht denn da? Wir betrachten also so ein kleines Volumen, das wir im Grenzfall natürlich dann im Limes auf einen Punkt zusammenschrumpfen lassen können. Aber jetzt schauen wir uns das noch an, bevor es ganz zusammengeschrumpft ist. Dieses kleine Volumen ist das Delta V. Die Divergenz E an einer Stelle, da irgendwo drin in diesem kleinen Volumen, ist jetzt nichts anderes als der Fluss des elektrischen Feldes aus dem Volumen heraus durch die Randfläche des Volumens hindurch, der elektrische Fluss EDF pro Volumenseinheit. Macht man das Volumen ein bisschen größer, dann hat es auch eine größere Oberfläche. Dann sollte man meinen, der Fluss wird größer. Aber dann dividiert man auch durch ein größeres Delta V und dann geht sich das aus. Und wenn man also im Limes immer kleiner werden, da solcher Volumina geht, kommt man dann im Grenzwert auf die Divergenz E als Punktfunktion. Also, überlegen Sie sich Folgendes. Sie haben ein elektrisches Feld. Sie betrachten da drinnen ein kleines, aber doch noch handfestes Volumen. Und Sie rechnen sich jetzt aus, wie groß ist der gesamte elektrische Fluss in Ihrem Feld, der aus diesem Volumen heraustritt. Diesen Fluss dividieren Sie durch das Volumen durch. Dann haben Sie den Fluss pro Volumenseinheit. Und jetzt machen Sie das Volumen immer kleiner und dann wird dieser Fluss pro Volumenseinheit gegen einen Grenzwert gehen. Das ist die Divergenz. Und dieser Fluss pro Volumenseinheit, das ist es, was wir als Quelldichte bezeichnen. So wie die Ladung pro Volumenseinheit die Ladungsdichte ist, so ist dieser Quellfluss pro Volumenseinheit die Quelldichte. Also es ergibt sich damit die sogenannte Quelldichte. Also dieser Quellfluss aus diesem Volumen heraus pro Volumenseinheit. So wie eben die Ladungsdichte, die Ladung in dem Volumen drinnen pro Volumenseinheit ist. Dichte, das hat immer was zu tun mit pro Volumenseinheit. Und daher auch hier. Und schauen Sie, jetzt, wenn man das weiß, und ich hoffe, Sie haben das einigermaßen verstanden, das sollen Sie auch nie mehr vergessen. Es sind etliche Sachen, die jetzt sind, die Sie alle nie mehr vergessen dürfen.
Da gehört das auch dazu. Das besagt jetzt also, was sagt denn jetzt diese Maxwell-Gleichung auf? Was ganz Einfaches. Die Ladungsdichte, haben wir abgesehen von dem Epsilon 0, ist gleich die Quelldichte des elektrischen Feldes. Wo keine Ladungen sind, haben Sie auch keine Quellen des elektrischen Feldes. Und die Ladungsdichte ist die Quelldichte des elektrischen Feldes. Wenn wo eine Ladung ist, da oben haben wir es, dann geht da nach allen Seiten ein elektrisches Feld weg. Das haben wir anhand dieser Punktladung schon gesehen. Das, was da letzten Endes herausgekommen ist, ist eine sehr knapp und präzis formulierte allgemeine Folgerung aus unseren einfachen experimentellen Befunden. Und das finde ich einfach irrsinnig spannend und elegant. Und mit dieser Gleichung und drei weiteren, die noch auf uns zukommen werden im weiteren Verlauf dieses Semesters, kann man unglaublich viel machen. Man kann sogar die elektromagnetischen Wellen damit ableiten. Und das gesamte Gebiet der Elektrodynamik und der Wellenoptik kann mit Hilfe dieser Maxwell-Gleichungen in einer schlüssigen Form beschrieben werden. Und jetzt haben wir gerade die erste. Na, bei der werden wir noch ein bisschen verweilen, weil die ganze Elektrostatik wird dann auf dieser Maxwell-Gleichung und, das ist ja dasselbe praktisch, also integral gesehen, auf diesem Gaußschen Gesetz beruhen. Und ich hoffe, dass Sie also diese Geschichte einigermaßen verstanden haben. Wenn nicht, dann können Sie mir noch nachher fragen. Dankeschön.